Was für ein Sieg für die SG Hamburg Nord, 23-22 und eine Explosion von der ganzen Halle in den letzten Sekunden, Minuten eigentlich schon. Was für eine Wahnsinnsstimmung. Bei mir jetzt Nils Renzel, Jan Finkelmeier. Erstmal Glückwunsch zum Sieg. Ja, wie erleichtert seid ihr? Ja, natürlich sehr. Ne? Es war, glaube ich, gerade für den Kopf ganz wichtig, so ein knappes Spiel auch mal wieder für uns zu entscheiden. Und dann noch gegen den Tabellenfünften aus Kiel, die zweite Mannschaft des Rekordmeisters. Vom Namen her zumindest doch schon mal, klar, das war ein Schmankerl. Ja, wir hatten in der Hinrunde oder jetzt in der Rückrunde was gut zu machen gegen Kiel. Hinrunde war wirklich nicht gute Leistung von uns und irgendwo musst du jetzt punkten. Wir haben noch die direkten Konkurrenten, aber so ist es natürlich ein Big Point und mega wichtig, hat man ja gemerkt. Ja. Nächste Woche Derby gegen AMTV, aber nicht nur Derby, sondern vor allem auch ein ganz wichtiges Abstiegskrimi-Spiel schon fast. Ein Krimi wie heute, wollt ihr den nochmal haben oder lieber dann nochmal souverän durchspielen? Wenn er so ausgeht, würde ich es unterschreiben. Nee, natürlich würden wir es gerne etwas klarer gewinnen, aber entscheidend ist, dass wir jetzt eine Serie starten und eben jetzt auch die Punkte in den nächsten Wochen holen, sonst war das heute nicht viel wert. Ne? Was lief schief bisher im Jahr 2016? So viele Niederlagen. Schwierig zu sagen. Also wir haben eigentlich eine super mannschaftliche Geschlossenheit. Jeder kämpft für den anderen. Das ist einfach so, dass bei Hamburg Nord das schon seit Jahren so ist. Wir haben jetzt oder sind jetzt ein bisschen in Abwärtstrend oder Abwärtsstrudel gekommen. Ja, es sind mehrere Faktoren. Es ist schwierig, jetzt auf einen Punkt zu bringen. Aber wir sind jetzt wieder rausgekommen, haben das Ding heute geholt und jetzt geht's bergauf und jetzt kommen wir wieder. Die Halle ist mitgegangen. Ich war sehr beeindruckt, was für eine Stimmung hier herrscht bei euch in der Halle. Was ist das für ein Faktor? Wie wichtig sind die Zuschauer? Ja, ich denke, wenn man sich die Ergebnisse über die letzten beiden Jahre anguckt, diese Saison und letzte Saison, dann sieht man, wie wichtig diese Halle hier für uns ist. Wir sind eigentlich gewohnt heimstark. Das brauchen wir einfach und es ist einfach unfassbar, wie viele Leute hier immer wieder, selbst auf dem Freitagabend zur ungewohnten Zeit, dann doch den Weg hierher finden. Ja. Das Spiel hat eigentlich nochmal gezeigt, wie toll eigentlich der Handballsport ist. Aber ihr wart mit einigen, hatte ich das Gefühl, mit einigen Schiedsrichtersituationen nicht so ganz zufrieden oder hat mein Gefühl getäuscht? Ja, also einige Situationen waren unglücklich. Aber letztendlich ist es so, da müssen wir mit umgehen. Wir haben es, denke ich, auch gut hinbekommen, haben uns dann nicht verunsichern lassen, haben unseren Stiefel in Anführungszeichen gut runtergespielt. Nachher wurde es nochmal eng, aber ich sag mal, das zeigt dann doch irgendwie, dass wir wirklich eine mannschaftliche Geschlossenheit haben, dass wir das Ding jetzt gewonnen haben. Und so geht's weiter. Und jetzt kann man eigentlich sagen, Mensch, alles sieht rosig aus. Alles sieht richtig gut aus. Ihr seid vom letzten Platz auf Platz 11 hochgegangen. Habt ein Spiel weniger als eure Konkurrenten. Habe ich eurem Trainer eben schon gesagt. Mensch, ist doch eigentlich alles gut. Naja, wir haben es jetzt wieder selber in der Hand. Ne? Wir müssen da jetzt aber weitermachen. Rosig würde ich sagen, ist noch nichts. Rosig unterschreibe ich, wenn wir durch sind, rechnerisch. Ich denke, wir werden das auf jeden Fall packen. Ich bin mir da felsenfest überzeugt. Heute war der erste Schritt in die Richtung. Und die weiteren folgen jetzt in den nächsten Wochen. Die wichtigen Spiele haben wir zu Hause, also viele wichtige Spiele. Ne? Direkte Konkurrenz zu Hause mit so einer Stimmung, da muss das klappen. Die Punkte das müssen wir holen. Da sind wir wieder beim Faktor Heimspiel. Also herzlichen Glückwunsch zum Sieg nochmal. Dankeschön. Euch einen schönen Abend. Gleichfalls, danke. Vielen Dank. Mehr Interviews zum Spiel auf radioform.de. Schauen Sie auch gerne auf Facebook und Instagram und natürlich auf YouTube vorbei. Bleiben Sie sportlich. Ciao. Ciao. Danke dir. Ciao, ciao.